Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ja, Sekiro, ich habe gerade mit so einem Boy gesprochen. Der hat mir gesagt, dass diese Rauchzeichen hier auf den Dächern ein Pfad sind, den man verfolgen könnte. Der eigentlich für die Nachtschwalben, werden sie, glaube ich, genannt, gedacht ist. Und jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier nicht aus Versehen in welche reinspringe, aber ich denke, da oben, da zum Beispiel. Ich gehe mal da zu dem. Wir klatschen jetzt ein paar von diesen Nachtschwalben weg. Hoffentlich so, dass sie mich nicht bemerken. Ich will es mir natürlich nicht unnötig kompliziert machen. Ist hier irgendwo einer? Also hier ist so ein Rauchding. Und ich denke mal, dass da oben das nächste ist. Und dass es nicht nach unten geht, sondern dass ich von da unten hier hochkommen kann. Oh, da steht einer. Ah, der sieht mich natürlich auch da drüben. Ich laufe von einem Boss zum anderen und besiege keinen davon. Richtig. So, der steht unter mir, ne? Der eine. Stand der hier auf der Höhe? Ja. Das ist gut. So, und der andere guckt in meine Richtung da oben. Wenn ich jetzt da hochgehe, gibt es einen anderen Weg. Ich weiß, dass da oben so ein Ding ist. Danke. Ja. Gibt's da? Nee, den muss ich wohl bekämpfen. Dann bekämpfen wir den. Hier war noch einer hinter mir gerade. Oder? Ja. So, und dann ist ganz wild einer von da oben, von seinem Drachending zu mir geflogen. Der kommt jetzt gleich. Ist der geil. Ist der geil, ey. So. Jetzt ist die Frage, wo ist der nächste, der nächste Rauch? Da drüben war einer und dann? Es geht von da unten. Xena? So wie er ankommt und schreit jetzt hat. Ja, stimmt. Ah, geil. Da unten ist noch einer.
Ist der von da oben jetzt schon hergekommen? Neuseeländische Fernsehserie, lol, das wusste ich gar nicht. Aber die Serie kenne ich. Ah, der hängt da immer noch an seinem Drachen, oder? Weiß ich nicht. Oh, hi, wer bist du denn? Lol. So. Da ist der nächste Rauch, okay. Jetzt wollte ich aber ganz kurz hier looten. Ich glaube, der hängt da immer noch an seinem Drachen, ne? Oder? Nee. Genau, die Herkules-Filme, ja. Ah, das war auch geil. So, wie komme ich da rüber, da oben hin? Ich muss ja irgendwie da hochkommen jetzt. Wenn ich hier runterfalle, ist nicht geil. Hm. Da will ich hin, zu dem Rauch. Aber wo ist der nächste Punkt, an den ich mich hochziehen kann? Ha. Huh, doch, er kommt. Da war doch noch einer. Wow. Oh Gott, zwei. Okay, er explodiert. Er ist einfach explodiert. Was? Was? Oh mein Gott. Ach, guck mal hier. Ah, wunderbar. Fortschritt. Kürbissamen, nice. I'm glad you've come. Warum werde ich da gefragt? Kann ich mit diesen Samen noch was anderes machen? I still don't understand the particular. It appears as though your body is no longer. Come and see me if you notice anything alarming. I will. Goodbye. Kann ich irgendwas anderes mit diesen Samen machen? Nee, oder? Warum werde ich da nochmal gefragt, ob ich sie wirklich abgeben will? Willst du wirklich mehr Heilung haben? Bist du dir ganz sicher? Ja, vielleicht will ich doch mit weniger Heilung spielen, ja. Göttliches Konfetti. Okay. Ah, mit göttlichem Segen zur Verbannung von Erscheinungen.
Gegner von Typ Erscheinung anzugreifen. What? Ich habe 500 so Münzen. Fällt mir gerade auf. Werden das eigentlich mehr Puppen hier, mehr Figuren? Genau, schwere Angriffe. Ich glaube, das könnte nützlich sein. Ich hätte zwar lieber gerne den fetteren Flammendinger, aber ist noch nicht freigeschaltet, deswegen. Funkenaxt. Um eine Flamme zu erzeugen, verbraucht. Okay. Flammenrohr. Ein Lauf, der Glimmharz enthält, das als explosiver Katalysator dienen verbraucht. Okay. Ich bin etwas. Ich habe doch ein Rohr gefunden. In Besitz. Flammenrohr. Achso, das war das in dem Fall. Aber warum? Warum fehlt mir hier noch was? Unbekanntes Prothesenmodul. Das müsste doch dann irgendwo sein, wo ich schon war, oder? Weiß ich, könnte sein, weiß ich nicht. Ah, es gibt noch eine Sache. Aber da ist ein Gegner, der mich auch schon ziemlich geärgert hat und in den Wahnsinn getrieben hat. Aber ich gehe mal ganz kurz dahin. Einfach nur, um euch wissen zu lassen, dass ich den bereits gesehen habe. Das könnte, also es könnte einmal der Speerboy sein, der mir noch einen Teil gibt. Weil mir wurde irgendwas gesagt von wegen, es gibt einen Teil, mit dem ich Rüstungsteile entfernen kann. Und dann habe ich noch den den Boy hier drüben gefunden. Der wird mich jetzt hart verprügeln, aber egal. Ich sage ihm trotzdem kurz Hallo. Weiß nicht, ob der irgendwas hat, vielleicht noch. Hier haben wir schon wieder so ein Konter-Ding, wo ich keinen Konter machen muss. Sondern irgendwas anderes, wo ich keine Ahnung habe. Da leuchtet's rot und dann. Pff. Ich konnte nichts drücken, weil ich schon wieder im Stunlock war. Ja, den hatte ich auch schon gefunden, aber ja, der verprügelt mich halt auch die ganze Zeit. Komme ich auch nicht weiter. Deswegen. Und das sind halt Minibosse und das. Ist ein bisschen ärgerlich, dass die Minibosse mich da so hart rannehmen und der einzige coole Boss ein großer Boss war und den habe ich gekriegt, ne? Der hat Spaß gemacht, der war geil, das war cool und so. Und die Minibosse, die ärgern mich. Die kriege ich nicht weg.
Bist du eine Erscheinung? Weiß es nicht. Bist du eine Erscheinung? Bist du eine Erscheinung? Keine Ahnung. Dem war doch noch ein anderer. Ich habe eine alte Frau getötet. Wow, ein Hit. Oh, hinter mir. Ja, klar. Okay, wisst ihr was? Ihr seid mir zu viele. Lassen wir bleiben. Was geht hier? Gib mir den Loot. Danke. Was geht hier? Alte Lady, gib mir deinen Loot. Oh, ich kann die Mauern, die Wände einfach einreißen. Nice. Sie wissen, wo ich bin. Sie wissen genau, dass ich hinter der Wand stehe. Drei Stück. Jetzt nicht mehr. Ist das hier für eine Plattform? Weiß man nicht. Da fällt man nach unten durch. Das ist ja weit. Da geht's ja sehr weit nach unten. Ja, krass. Ja, geht gut, aber in Sekiro kannst du zu gut sein. Und das ist halt, das ist ein bisschen, naja. Wenn du zu schnell drückst beim Mikiri-Konter. Lol. Dreh dich gefälligst um und lauf weg. Du kannst auch da stehen bleiben, dann klatsche ich dich halt, wenn der andere weggegangen ist. Guck. Okay. Eigentlich müsste ich wieder rechtzeitig gedrückt haben. Da muss ich mal gucken, wie ich die Einzelnen angreifen kann. Warum jetzt der eine da dazu kam, weiß ich nicht. Fand ich irgendwie ein bisschen doof gerade, dass der zurückkam. Der war noch nicht weit genug weggelaufen wohl. Keine Ehre. So, sieht mich jetzt die Alte, wenn ich hier... Ja, wahrscheinlich. Was macht denn die Alte? Sind hier nicht zwei? Sollten hier nicht zwei sein?
Okay, keine Ahnung. Die sind mir... Das ist voll krass hier. Das sind doch normale Gegner. Warum sind die so krass? Diesmal hat er mich gesehen. Was ich auch ein bisschen dumm finde. Mal gucken, ob das gleich der Fall ist. Aber manchmal wissen die Gegner, wo du bist, obwohl du außerhalb ihres Sichtfelds in Deckung gegangen bist. Die sind ein bisschen stark, okay. Naja, ich kill sie halt einzeln und laufe immer wieder weg. Spiel halt ein bisschen anders. Ich habe mir ja sowieso, ich habe ja eh gesagt, das spiele ich, das ist ja eh hier eher Assassin's Creed als Dark Souls, deswegen passt das schon. Und in Assassin's Creed schleicht man sich halt durch die Gegend. Wo ist er denn jetzt? Er steht dort. Naja gut, da soll er stehen bleiben von mir aus. Kann ich von dieser Seite nicht öffnen? Aha. Hier wieder hoch? Nö. Scheiße. Ich will halt eigentlich den blauen erst killen. Oder auch einfach gar nicht und einfach hier rauslaufen. Die Tür aufmachen. Hallo Jungs! Kuckuck! Scheiße! Hi! Leben deine Kumpels und die leben alle noch? Oh Gott, ihr habt nichts gesehen. Keiner da. Hier geht's nicht hoch, nee. Uff. Das ist jetzt doof. Heimkehrfigur. Mehrfach anwendbar. Und voll Asche. Kurzzeitig ablenken. Oh, das kann halt auch so nützlich sein eigentlich, ne? Bei Verzehr rote Augen und reduziert das Zurückweichen bei feindlichen Angriffen, aber Auferstehung kann nicht benutzt werden. Eine rote Masse ist Überrest einer Person, die sich ihre Wünsche nicht erfüllen konnte. Fühlt sich warm an. Sie pulsiert sanft. Lecker. Ich bin am Überlegen, ob mir diese Scherben was bringen. Lautlos und unsichtbar, so dass sie kaum wahrzunehmen waren. Man muss draufbeißen. Wait. Erstmal den Kerzenständer umwerfen. Ah!
Sorry, Jungs. Ich bin vielleicht nicht ganz richtig hier. Doch, ich bin... Ah, verdammte Axt. Hör auf. Ich sehe nichts. Ich habe nichts gesehen. Ach. Na bitte, geht doch. Geht doch. War die richtige Entscheidung mit dem Konfekt. Mich hier ein bisschen unsichtbar zu machen. Es geht hier alles ab, ey. Sabimaru, ein altes Godachi-Kurzschwert mit ungleichmäßigem blauen Rost auf der Klinge kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul eingesetzt genutzt werden. Zur Abwehr des unmenschlichen Bösen, das vor langer Zeit Ashina überfiel. Das blaue Gift war dafür verantwortlich, dass die Geister endlich ausgetrieben wurden. Okay. Reduziert den Schaden der Haltung. Ach, guck mal an. Hier bin ich jetzt. Hier war doch irgendwo so eine Figur, oder nicht? Die war da draußen. Hey, was soll ich jetzt hier machen? Flippo, dankeschön für die 100 Bits und ich wünsche dir... euch noch viel Spaß. Vielen Dank für die 100 Bits und eine gute Nacht wünsche ich dir. Danke fürs Einschalten. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo ich hin soll. Weil eigentlich... Ah, die leben draußen alle wieder, ne? Oh, das ist doch jetzt Mist. Ich will eigentlich nach oben. Weil oben sind die Leute jetzt noch tot. Okay, pass auf. Ich mach mal kurz... Ich versuche einfach mal den... Rush-Mode anzustellen jetzt hier. Vorhin hat es ja auch halbwegs geklappt. Aua! So nicht. War das hier unten? Ich glaube, es war hier unten, ne? Ja. Ich glaube, es hat geklappt. Ich würde sagen, es hat geklappt. Hier falle ich doch bestimmt nach unten durch. Nee, okay. Jetzt ist nämlich hier oben alles tot. Da muss ich mich nicht nochmal drum kümmern. So, jetzt ist die Frage, von der Seite darf ich es nicht aufmachen. Ah. Guck mal an. Nice. Wunderbar. So, was haben wir hier? Sind das die beiden nur? Und die alte. Das heißt, ich will auf jeden Fall... Eigentlich will ich den killen. Hä?
Scheiße. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Fucking hell. Dann so. Dann so. Nice. Okay. Lady Emma, tell me, what has caused the state of this man? The rejuvenating waters. That is what it is called. Are you telling me that this is Ashina's secret weapon? I am. Those who drink it cannot fully die. No, they become unable to die at all. The rejuvenating water, it also... It springs from the dragon's blood, does it not? Yes. Lady Emma, I do not believe the dragon's blood is sacred. Not at all. Okay. Ich habe Drachenblutzeugs gefuttert, würde ich sagen. Drachenblutzeugs, Wasser und jetzt bin ich das, was ich bin. Und habe mein Gedächtnis verloren. Richtigen Progress gemacht. Ja, ging schon vorbei. Ging schon vorwärts, meine ich. Allerdings, diese Zwischenbosse, die mich da ein bisschen ärgern, das ist halt... Das ist halt leider ein bisschen ärgerlich, dass ich die nicht kaputt krieg. Warum ich auch immer ich jedes Mal hierher laufen muss, um diesen Blödsinn herzustellen, ne? Zum Lösen der Klinge. Verbraucht Geistembleme zum Lösen der Klinge. Aufgrund des überarbeiteten Mechanismus ist es möglich, zwischen verschiedenen Angriffen zu wechseln. Das blaue Rostgift auf Schienen frisst sich durch die Verteidigung von Feinden und löst eine Giftstatus-Anomalie aus. Okay. What the fuck? Okay. Kostet mich aber jedes Mal von diesen Dingern. Ab ins Dojo. Ich vermute einen Endboss. Du kannst mich sehen. Das ist doof. What the fuck? Holy guacamole. Okay. Schon wieder ein Miniboss. Schon wieder ein Miniboss, der mich ärgert und wieder einer, der bei dem ich springen muss, was ich immer noch nicht hinkrieg. Reduziert für kurze Zeit den Schaden der Haltung. Nein. Vitalitätsschaden, das will ich.
Wow, Vitalitätsschaden, genau. Ich krieg trotzdem die Hälfte an Leben abgezogen, ey. Ich krieg trotzdem pro Hit die Hälfte vom Leben abgezogen. Ach, wunderbar. Was für ein Spaß. Ach, und Schaden, obwohl ich blocke, macht er auch. Ach, wunderbar. Es wird ja immer besser. Ich stehe auf und krieg sofort einen Hit. Oh, Leute, 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 Leute. Jetzt muss ich erstmal testen. Ich laufe jetzt hier blockend an ihn hin. Kriege ich Schaden, wenn ich block? Und zwar richtig viel. Scheiße. Und auch wenn ich perfekt block. Ja, stimmt. Wenn ich beide perfekt block, kriege ich keinen Schaden. Alter. Was bist du für eine Arschgeige, ey? Ich werd aus dem... Und er macht so... Also, das ist doch... Ja, alles gut. Ich finde, hier ist halt wieder so geil, dass er meinen Schlägen ausweichen kann, ich den gegnerischen Schlägen nicht ausweichen kann. Das ist wieder wunderbar geil. Richtig. Das ist wieder richtig geil. Wenn ich das mache, kann ich das nie. Scheiße, da muss ich springen. Okay. Er macht, glaube ich, keinen Schlag, bei dem ich den Mikiri-Konter benutzen kann. Ach so, ja. Ich habe vergessen, dass er ja Spawn-Kills macht. Ich glaube, er macht keinen Schlag, bei dem ich den Mikiri-Konter verwenden kann, sondern einfach, da muss ich einfach die andere Taste benutzen. Und jetzt ist wieder die Frage, welches Timing? Weil das ist ja auch jedes Mal wieder unterschiedlich.
Nee, hüpfen. Hüpfen. Er kann meinen Schlägen ausweichen. Es ist... ah, geil, ey. So ein geiler Scheiß. Ja, meine Fresse, dämliche Drachenfallen ist Blödsinn da, der keine Ahnung, was das tut, was es bringt, was es nicht bringt. Nee, hüpfen, hüpfen. Ich bin da so auf der B-Taste immer. Ja, und jetzt habe ich natürlich bereits fast volle Ausdauer gehabt. Ja, ich darf ihm ja nicht ausweichen, weil er trifft mich ja, wenn ich ausweiche, aber ich ihn nicht. Ich treffe ihn nicht, wenn ich ausweiche. Er trifft mich nicht, wenn ich, andersrum. Ihr wisst, was ich meine, verdammt. Nein, hüpfen! Verdammte Scheiße, ey. Ah, das hätten sie auch einfach in eins packen können, ganz ehrlich. Es muss doch nicht sein, dass ich hier mir nochmal bei diesem ganzen Stress, den man eh schon hat, dann muss ich auch noch hüpfen. Und dann kann ich... Oh, dann drückt man auf Aufstehen und ich habe sofort auf die Verteidigen-Taste gedrückt. Zweimal. Und... Aber weil das Aufstehen ja eine Sekunde dauert und ich in der Zeit nicht... keine Iframes habe, kriege ich Schaden. Weil er sofort seinen Doppelschlag macht. Fuck off, Mann! Ja, hey Pat, ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Die normalen Bosse, die ich bisher gesehen habe, die sind cool. Der Reiter war richtig cool. Das war, glaube ich... Nee, das war auch ein Miniboss, ne? Ich weiß es gar nicht. Der Reiter, der war richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht, gegen den zu kämpfen. Hat ein paar Versuche gebraucht. Aber das hier ist halt... Das ist halt schon wieder so richtige... Ah, okay, ja, der Reiter war ein richtiger. Das war der einzige coole Boss bisher. Der einzige coole Boss war ein richtiger Boss. Oh, der Rest ist alles Schmutz in dem Spiel bisher gewesen, echt. Leute, was mache ich?
Nein, nein, da muss ich hüpfen. Das kann ich nicht. Das werde ich auch nicht lernen, glaube ich. Dass ich im Kampf hüpfen muss. Das finde ich eine uncoole Mechanik, die mir keinen Spaß macht. Das werde ich wahrscheinlich nicht lernen. Das wird mich jedes Mal treffen. Ich kann mich da nicht. Da bin ich zu alt für, dass ich mich jetzt. Keine Ahnung. Oder lass es sonst was sein. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht eine andere Taste drücken. Noch zusätzlich im Kampf. Wenn ich mich sowieso schon auf allen möglichen Scheiß konzentrieren muss. Und dann auch noch eine andere Taste drücken. Keine Chance. Werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen. Mal ein Versuch, was passiert. Ich brauche kurz ein bisschen, ich muss meine Ausdauer zurückkriegen, gute Lady. Das ist mir hier, die ist mir zu hoch gerade. Zu alt, um A zu drücken, ja? Aua! Ist es das gewesen? Nice. Impressive boy. Nee, erste Phase. Okay, alles klar. Ich dachte schon. Oh, Scheiße, jetzt brauche ich dieses andere Zeug oder was? Ach du Scheiße, wie viele sind denn das? Ich glaube, ich habe irgendeinen Gegenstand dagegen. Aber nee, den habe ich schon benutzt, ne? Den habe ich einmal schon benutzt, weil ich, glaube ich, dachte, dass das eine Illusion wäre. Ah nee, okay, die gehen irgendwann weg. Was ist das jetzt? LOL. Ja, schade. Ich dachte, sie hätte nur eine Phase, weil ich den nur einen roten Bobble gesehen habe. Achso, Moment. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich diesen Gegenstand... Ach nee, ich hab 5 davon. Knallsamen. Nützlich, um Illusionstechniken zu brechen. Genau, also Moment mal. Das kann weg. Reduziert den Vitalitätsschaden. Das kann drin bleiben. Okay. Thank you.
Nein, A drücken. Oh, Mann, ich kann nicht. Mein Kopf macht das nicht mit. Ich habe 6 Monate lang durchgehend nie A gedrückt im Kampf. Nie eine andere Taste als B gebraucht. 6 Monate lang am Stück. Bei den härtesten Kämpfen, die man sich vorstellen kann in Souls-like-Spielen, habe ich nie diese Taste gebraucht und jetzt soll ich sie auf einmal drücken. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das wird nicht funktionieren. Vielleicht doch. Ups. Nein, falsche Taste. Ah, wieder B gedrückt. Ah, ja, okay, alles klar. From Software Games und ihren und dein Fokus. Einfach random weggeht. Geht einfach random der Fokus vom Gegner runter. Ach, es ist einfach so geil. dass sie das aber auch gnadenlos in jedem Spiel durchziehen. Wie? Warum? Warum machen sie das? Nee, oh Gott. Ja, vergiss es. Hau mich bitte. Nicht falsche Taste. Wenn ich direkt beim ersten Hit so viel Schaden bekomme, dass ich einfach fast zweimal saufen muss bei 4 Heiltränken. Das brauche ich gar nicht erst, brauche ich nicht versuchen. Ein bisschen Ausdauer zurück. Danke. Super. Nein, falsche Taste. Fuck off, ey, das gibt's nicht. Ach.
Mann, das geht mir schon wieder so auf den Sack, ey, dass ich das nicht hinbekomme, die richtige Taste zu drücken. Ein bisschen, nein, ich drück schon wieder die falsche Taste. Random Fokus weg, jawohl, random der Fokus weg, weil ich wild rumgehüpft bin. Da, Fokus weg. Hätte ruhig draufbleiben können. What the fuck, was war das für ein Move? Den habe ich auch noch nie gesehen. Scheiße. Sehr gut, ey. Schnauze. Es fühlt sich auch nicht gut an, da wo der A-Knopf liegt bei mir. Ich glaube, das ist falsch. Das muss ich, glaube ich, muss ich mal irgendwie, muss ich mir was anderes überlegen. Fühlt sich nicht richtig an, den Finger so zu bewegen. Ich habe den unten dran. Mit meinem linken Mittelfinger. Fühlt sich nicht gut an. Aber eigentlich könnte ich auch den Daumen nehmen, weil normalerweise bin ich ja im Fokus mit ihr. Eigentlich kann ich den Daumen nehmen. Den ich ja sowieso für Heiltränke brauche. Ja, Daumen ist vielleicht besser. Ich will eigentlich nicht laufen. Den linken Daumen dann noch zu verwenden, währenddem ich versuche, meine Abwehr zu konzentrieren. Auf Springen, Abwehren, Angreifen, B drücken. Ach ja, Alter, ihr dämlichen Idioten, warum lasst ihr euch auch von irgendwelchen Leuten anstecken, ey? Wascht euch halt mal die Hände. Ja. Ich will eigentlich nicht noch laufen müssen.
Maus und Tastatur? Ernsthaft? In dem Spiel? Nee. Du spielst es doch nicht mit Maus und Tastatur. Alle Souls... Oh Gott, du bist doch wahnsinnig. Und das ist kein Souls-like. Ach, genau. Wäre auch überhaupt nichts für mich, also... Jetzt, wo ich mich darauf vorbereiten will, dass ich mal hüpfe, ne, macht sie es nicht mehr. Jetzt macht es auf einmal nicht mehr. Bonobo, grüß dich, hi. Hallo, ich drück doch aus, ich drück doch verteidigen. Mann. Das ist doch assi. Man drückt die richtige Taste und wird dafür bestraft, ey. Das... Oh, ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt. Ist der Bulle schon tot? Der Bulle ist tot, ja. Der Bulle ist gestorben heute. Sie hat einfach fucking zwei Phasen, ne? Voll ärgerlich. Aber der Kampf ist wenigstens ganz cool.
Nee, zu viel gesoffen. Naja. Nee, ach, scheiße. Mann, jetzt macht's es mal und dann war ich nicht drauf vorbereitet. Ach, come on. Was war jetzt wieder passiert? Ich habe irgendein Geräusch gehört, ein tiefes, und dachte irgendwie, sie hat was. Sie hat irgendeinen Nachteil gekriegt, aber dabei hat sie einen roten Angriff gemacht. Das Geräusch kam aber doch bisher nicht bei einem roten Angriff, oder? Oder habe ich das jetzt... Da war so ein tiefes... So ein dumpfer... Was ich auch nicht verstehe, ist immer wieder dieses, warum habe ich zwischendurch mal einen Stun? Warum habe ich zwischendurch einen Stun? Einfach so random, wenn sie mich mit irgendwas trifft, habe ich einen Stun. Warum? Und manchmal nicht, wenn sie mich trifft. Was tut sie da? Was ist das? Warum kann ich sowas nicht? Gegner einfach random mit irgendwelchen Angriffen stunnen. Nee, ach komm ey. Na, den brauche ich eigentlich nicht killen, den hier. Stimmt, da war ja was. Den brauche ich nicht töten.
Ja, der Bulle mit im Kreis laufen war dann relativ easy erledigt. Ich weiß nicht, zwei Versuche oder so, was ich gebraucht habe. Wieso hat er so wenig Schaden bekommen? Nee, zu früh. Zu früh, zu schnell den Mikiri-Konter gedrückt. Dass man das zu schnell drücken kann, ist so kacke. Man hat einfach so viel Zeit. Und das widerspricht auch so allem, was ich eigentlich bisher gelernt habe bei sowas, ne? Wie komme ich denn hier eigentlich rein? Wie komme ich hier rein? Wo ist der Eingang zu diesem Haus? Im Dach vielleicht? Vielleicht im Dach. Hier unten ist keiner. Seltsam. Ah, oder jemand hat den Schlüssel. Das kann natürlich auch noch sein. Dass der Ritter da oben den Schlüssel hat. Der Tempelritter. So einem dämlichen Miniboss. Ich scheitere an allen Bossen hier in diesem Spiel, ey. Okay, also die Giftklinge hat bei ihm leider gar nichts gebracht. Das heißt, er kriegt von der normalen Klinge jetzt ein paar. Ich hab schon wieder zweimal den Mikiri-Konter drücken müssen. Ich habe schon wieder zweimal drücken müssen, weil ich zu früh drück. Das ist unfucking fassbar.
Es ist unfucking fassbar. Dass man zu früh sowas drücken kann, ey, ist auch einfach so schwer zu begreifen. Also das ist doch echt so eine Fanboy-Nummer hier, oder? Wenn man das so richtig geil findet. Dann ist man doch echt ein harter Fanboy, ey. Ich weiß auch nicht, Leute. Es ist... Es ist halt auch der reinste Frust hier. Was ich alles richtig mache und das Spiel trotzdem sagt, nö, so nicht. So, wir haben es dir so erklärt, aber so ist falsch. Wenn du das so machst, ist es scheiße. Wir haben es dir zwar so erklärt, aber das ist falsch. Schon wieder zu früh gedrückt. Ich habe sogar gewartet. Ich habe extra ein bisschen gewartet. Das ist unglaublich. Ja. Oh. Probier es nochmal mit dem da hinten, der ist schlimmer. Der ist noch schlimmer. Keine Ahnung, was ist das für ein Angriff wieder? Ist das jetzt ein... Weil es ist eigentlich ein Stoßangriff. Er stößt mit seinem Fuß zu. Aber ist es das wirklich? Ist das wirklich ein Stoßangriff oder muss ich da jetzt plötzlich wieder springen? Weil es sieht aus wie ein Stoßangriff. Aber es könnte auch irgendwas anderes sein. Wisst ihr was? Scheiß auf Mikiri-Konter, ey, ganz ehrlich. Ah, Wurfsternchen hat er auch.
Ich probiere das jetzt perfekt zu blocken. Ich habe keinen Bock mehr auf A und B. Ich versuche die roten Symbole jetzt perfekt zu blocken. Ist mir jetzt zu blöd. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wie ich vielleicht noch den Spaß irgendwie zurückfinden kann. Ansonsten bin ich jetzt dann, glaube ich, bald durch mit dem Spiel. Dann hat sich's erledigt. Dann kaufe ich Armored Core. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. Ach ja, klar gehst du wieder raus aus dem Fokus und lässt mich nicht umdrehen! Kackspiel, ey! Fucking hell! Wie kann man als Firma es so konsistent schaffen, dass das Anvisieren des Gegners so beschissen ist? Wie kann man das in jedem Spiel? Und dann brauche ich ja auch noch 100 Jahre, um mich umzudrehen. Und auch in jedem Spiel. Der Gegner, dieses durch das Anvisieren, dass das Spiel nicht versteht, dass ich, wenn ich die Anvisieren-Taste drücke, da ist kein anderer Gegner im Umkreis von 500 Metern. Dann will ich doch diesen Gegner anvisieren. Warum drücke ich denn auf die Taste? Warum drücke ich denn auf die Anvisieren-Taste, wenn da ein Gegner neben mir steht? Es reicht ja nicht, dass die Ausdauer weiter nach oben geht, wenn ich in dem Blockenmodus drin bin. Das ist ja nicht ausreichend, dass wenn ich keinen perfekten Block mache, dass sowieso meine Ausdauerleiste hochgeht. Das reicht nicht. Wie, du hast nicht perfekt geblockt? Ja klar, dann macht der Angriff vom Gegner Schaden. Also die halbe Nachbarschaft weiß jetzt, wie kacke die Steuerung ist. Ja, ich habe das Fenster gerade direkt zugemacht danach. Also, YouTube.
Ey, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich nochmal versuchen werde. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Jetzt ist erstmal 2 Tage, 2 Nächte, bevor ich das nächste Mal mich wieder hinsetze. Ich habe diesmal wirklich versucht, lange ruhig zu bleiben und mich nicht aufzuregen. Ich habe Fortschritt gemacht und die ganze Nummer hat auch Spaß gemacht. Dieses über die Dächer und die Gegner und der Kampf da, das war auch in Ordnung. Und da bei den etwas stärkeren Gegnern in dem Haus drin, die dann mit Schleichen wegzumachen und mal abzuhauen und so, das hat alles Spaß gemacht. Es waren jedes Mal, sind es die Minibosse. Auch dieser Schmetterlingskampf, der ist auch irgendwie cool. Ich krieg's halt nicht in meinen Kopf nicht rein, dass ich springen drücken muss. Das ist mein Fehler. Kein Problem. Da bin ich halt schlecht. Aber wie overhyped dieses Spiel ist. Keine Ahnung, wie viele Stunden ich jetzt hier schon dran bin. Und mir erzählt wird, wie geil das Spiel ist. Ja, Leute auf YouTube, ey, bis zum nächsten Mal. Ich weiß auch nicht. Rage Mode und so. Haut rein. Tschüss.